Guten Abend, es ist Montag, der 26.09.2016, 18 Uhr, wenn Sie live dabei sind oder wann immer Sie möchten, später die YouTube-Aufzeichnung, dann weiß ich natürlich nicht, an welchem Datum Sie es anhören. Nichtsdestotrotz, Tag 18 der Trader-Ausbildung 2016, Tag 18 im September, jeden Werktag ein Schritt mehr vom Zero to Hero, von 0 auf 100, so auch heute. Legen wir direkt los, schön, dass Sie dabei sind. Vom Zero to Hero, Titel ist genannt, Tag ist genannt, dann können wir direkt starten. Zu Beginn, immer bei Admiral Markets Risikohinweis. Es geht bei uns immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Ihre Strategie am Markt nicht aufgeht, die möglichen Verluste. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Schauen wir uns heute hier am Tag 18 natürlich genauer an. Risikomanagement. Deswegen starten Sie am besten mit einem Demokonto, machen sich im Demo-Trading mit den Risiken der Handelssoftware und dem Hebeleffekt ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich nach einiger Zeit sicher fühlen, dann gerne mit einem Echtgeldkonto weiter loslegen. Execution only, bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen. Das gibt es bei uns nie. Wir wagen in einigen Webinaren einen Marktausblick, können aber Ihre persönliche Lage dabei nie berücksichtigen. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Kompletten Warnhinweis, wenn Sie möchten, auf der Webseite, blauer Link unten rechts hier, hinterlegt zum Nachlesen zu Ihrer Verfügung. Ihr Moderator, das bin ich, Jens Schanowski. Im Hintergrund sehen Sie Berlin, Potsdamer Platz. Von dort sende ich. Dort ist seit über 5 Jahren unser Berliner Office für den deutschen Kundenservice. Weltweit gibt es uns seit 2001. Wir haben also im Jahr 2016 schon öfter mal Geburtstag gefeiert. Und ja, das noch zur Information, von wo Sie hier die Information heute bekommen. Tag 18 eben genannt. Es baut aufeinander auf. Tag 1 hat natürlich ganz am Anfang gestartet mit Was ist Börse, warum ändern sich Kurse und dann jeden Tag ein bisschen mehr zum Tag 18 heute Risikomanagement. Wenn Sie die anderen Tage verpasst haben, über den eingeblendeten Link in unserem YouTube-Kanal können Sie dann gerne nochmal als Videoaufzeichnung das verfolgen und die weiter folgenden Tage, Tag 19, Tag 20, dann natürlich dann auch später, wenig später auf dem YouTube-Kanal, wenn Sie möchten. So, Tag heute 18 Risikomanagement. Tag 17 vom Freitag war Money Management. Geht ein bisschen Hand in Hand, genau wie die Chancen und Risiken. Bessere Überleitung konnte ich nicht finden. Also schauen wir uns Risikomanagement genauer an, was das denn überhaupt bedeutet. Risikomanagement im Trading, im Handel, kann nur bedeuten, die Risiken zu begrenzen. Weil einige Risiken existieren immer im gesamten Leben. Nur wenn Sie morgens nicht aufstehen und im Bett bleiben, ist vielleicht das Risiko fast nahe null. Wenn Sie aber nur über die Straße gehen oder auch nur traden möchten, sind immer diverse Lebensrisiken oder Handelsrisiken mit dabei. Zu null ausschließen kann man das niemals, aber man kann es sehr, sehr stark begrenzen. Darum wird es im Risikomanagement gehen. Wenn Sie die anderen Tage schon mal angeschaut haben, haben Sie bereits mitbekommen oder lernen können, was denn Handel ist und welche Risiken existieren. Vieles wiederholen wir auch immer mal. Das ist genauso wie Vokabellernen. Was man öfter wiederholt, bleibt eher hängen. Also starten wir nochmal mit einem allgemeinen Überblick, welche allgemeinen Handelsrisiken existieren denn. Eben schon kurz gestreift. Trading an sich, egal ob Sie mit oder ohne Hebel traden, also auch wenn Sie ganz normale Aktien traden oder ein Fondsinvestment machen, ohne Hebel, beinhaltet das schon Risiken. Auch eine Aktie kann über Wochen oder Monate mal 10, 20, 30% verlieren. Wir haben aktuell prominente Beispiele. Wenn Sie sich im September 2016 mal den Kursverlauf der Deutschen Bank-Aktie anschauen, prominenteres Beispiel gibt es aktuell nicht. Die haben auch 30, 40, 50% verloren. Das Ganze ohne Hebelprodukt. Also, wann immer Sie an der Börse oder auch sonst Trading betreiben möchten, eine gewisse Risikoakzeptanz gehört dazu. Bei Hebelprodukten wie Forex und CFDs natürlich mal den Hebel multipliziert, gleich mehr dazu. Kursrisiken, also Aktien oder alle Handelsinstrumente können steigen oder fallen. Und je nachdem, auf welcher Seite Sie sind, ist das das erstzunennende Risiko, das Kursrisiko, weil sich Kurse nun mal ändern, steigend oder fallen. Damit verknüpft natürlich Ihre Markteinschätzung. Großer Vorteil bei Forex und CFDs, Sie können auch Short-Engagements eingehen, also auf fallende Kurse setzen, was Sie bei normalen Aktien in der Regel nicht können. Aber wenn Ihre Markteinschätzung falsch ist, also auch wenn Sie eine Short-Position eingehen und die Aktie steigt dann oder das Basisinstrument, dann kann auch da natürlich das nach hinten losgehen. Die Markteinschätzung ist natürlich
essentiell, dass Sie den Markt richtig einschätzen. Das ist auch ein weiteres allgemeines Handelsrisiko. Externe, nicht beeinflussbare Faktoren, zum Beispiel politische Situationen und vieles weitere mehr. Auch da gibt es sehr, sehr prominente Beispiele, zum Beispiel Brexit. Die Entscheidung, dass die mal ansteht, war schon seit Wochen oder Monaten bekannt, aber wie es dann wirklich ausgeht, war dann doch eine große Überraschung, großes prominentes Beispiel. Also viele, viele Faktoren, die extern liegen, die nicht unbedingt zu beeinflussen sind, gehören zum allgemeinen Handelsrisiko. Natürlich auch da gab es einen extra Tag in der Handelsausbildung hier, in der Trader-Ausbildung. Die wichtigen marktbeeinflussenden News, die Nachrichten, die zum Handelsrisiko gehören. Und natürlich die psychologischen und menschlichen Faktoren, die Trading-Psychologie, die psychologischen Faktoren und vieles weitere mehr, was wir gleich genauer uns anschauen werden. Und natürlich immer doppelt unterstrichen, wenn wir hier über Forex- und CFD-Trading sprechen, der Hebeleffekt. Manchmal sagt man auch frech, das achte Weltwunder, der Hebeleffekt, kann man so stehen lassen, weil der Hebel, egal was für ein Hebel Sie haben, ob der 50er oder 500er ist, natürlich Ihre Gewinnchancen multipliziert, aber leider auch die Verlustrisiken. Und natürlich nur eine Auswahl, alle denkbaren Risiken kann wahrscheinlich niemand benennen, die wichtigsten hier aber hoffentlich genannt. Und zwischendurch auch mal die Aufforderung, wenn Sie Fragen haben zum heutigen Thema, bitte live im Webinar Ihre Frage, Ihr Punkt tippen und schreiben und dann zum Ende meiner Präsentation werde ich die gerne beantworten. Fragen, die nicht zu der Überschrift zum Thema heute passen, das würde ich dann immer bitten, zu anderen Stellen zu platzieren, wie zum Beispiel heute um 19 Uhr, wie jeden Montagabend, die offene Trader-Sprechstunde. Da haben wir keine Agenda, keine Überschrift, da dürfen alle Fragen kommen. Hier bei dieser Trader-Ausbildung werde ich immer nur die Fragen thematisieren können, die zum heutigen Thema passen. Das zur Einordnung, aber ich habe Ihnen ja genannt, wo Sie dann auch die anderen Fragen platzieren können. Wichtig auch im Trading ist, die Risiken überhaupt zu kennen und die Zusammenhänge. Im Trading kann man schon sagen, dass alles mit allem zusammenhängt. Es gibt immer berühmte Börsenweisheiten, da kennen Sie bestimmt schon einige. Wenn der Dow hustet, bekommt der DAX Schnupfen. Nur ein kleiner Joke, ein kleines Augenzwinkern am Rande, dass alles miteinander zusammenhängt. Und das ist tatsächlich so. Die Weltbörse Dow Jones oder der weltweite Leitindex, präziser genannt, ist natürlich ein Stimmungsbarometer für alle weltweiten Märkte. Und wenn der Dow Jones ganz stark nach unten abgeht, wird es sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass die weiteren Indizes, die weltweiten, da auch schon der Richtung folgen. Ein berühmtes Beispiel, viele, viele weitere werden wahrscheinlich heute im Tag 18 noch folgen. Vieles hängt miteinander zusammen. Der große Überblick soll bei Ihrem Trading nie zu kurz kommen. Ein gewisses Eingehen von Risiken, eben schon benannt, gehört zum Trading immer dazu. Wenn Sie sich an Tag 1 und Tag 2 zurückerinnern oder wenn Sie den Tag 1 und Tag 2 nicht angeschaut haben, auf YouTube können Sie es anschauen, gibt es natürlich auch Anlageformen, Stichwort Sparbuch, wo man quasi sagen kann, keinerlei Risiken, außer vielleicht das Inflationsrisiko, dass der Guthabenzinssatz geringer ist als die Inflationsrate. Aber ein Anlagerisiko so eigentlich nicht. Sie können dort eigentlich kein Geld verlieren. Sie haben vielleicht einen Nullzinssatz aktuell im September 2016 oder 0,01% aufs Jahr betrachtet, aber kein Minuszinssatz jedenfalls zurzeit nicht. Das ist vielleicht ein Instrument zur Anlage, wenn Sie gar kein Risiko eingehen können oder möchten. Wenn Sie aber sagen, hey, ich weiß Bescheid, ein gewisses Risiko möchte ich akzeptieren, weil ich dann auch gewisse Chancen habe, zum Beispiel 10% plus machen zu können mit einem Hebelinvestment in den DAX, aber immer dann Hand in Hand, dass ich auch 10 oder 20% verlieren kann oder auch noch mehr. Das ist halt die Grundentscheidung, die Sie treffen sollten, wenn es an der Börse oder beim Trading für Sie eine Frage wird. Also, es ist immer eine Risikobegrenzung, keine absolute Risikominimierung. Das gibt es an der Börse niemals. Das Allerwichtigste, auch das schon so oft genannt und wir werden es auch weiterhin nennen, Stop-Loss, Ihr persönliches Limit. Es gibt nicht die eine goldene Regel für das Stop-Loss. Für jeden Trader und für jede Situation kann das Stop-Loss anders sinnvoll platziert werden. Die Fragen, die Sie stellen sollten, oder der erste Punkt, der Stop-Loss sollte natürlich direkt
geplant werden bei der Position zur Öffnung. Wir empfehlen Ihnen immer, und das können Sie ja mit MT4 Supreme, unserem Tuning für den MetaTrader 4, direkt bequem aufgeben, direkt bei der Position zur Öffnung, Long oder Short, Stop-Loss mitplatzieren, dass Sie gar nicht mehr in die Gefahr kommen, gar keinen Stop-Loss aufzugeben. Für die sinnvolle Stop-Platzierung, wie weit Sie den Stop-Loss entfernt setzen vom aktuellen Kurs, ist natürlich der Zeithorizont für den Trade, den Sie haben, wichtig zu berücksichtigen. Ihr Kursziel, was Sie erwarten, mit diesem Trade an Gewinn erzielen zu können. Das Kontoguthaben, Ihr Risikoappetit. Gibt es andere offene Positionen? Also habe ich höhere Risiken, weil ich andere Positionen auch noch managen oder mit berücksichtigen muss? Wie ist die allgemeine Marktstimmung und natürlich auch die Handelszeit, wenn ich zum Beispiel nicht über geschlossene Märkte die Position halten möchte, weil ich weiß, über geschlossene Märkte wie das Wochenende ist das Risiko nochmals erhöht. Auch das ist dann für Stop-Loss eine wichtige Information und ein wichtiger Punkt, den ich bei meinem Stop-Loss finden berücksichtigen muss. Stop-Loss ist wahrscheinlich das allerwichtigste Instrument für die Risikobegrenzung, deswegen ganz oft hier in dieser Trader-Ausbildung die Wiederholung dazu. Natürlich hat auch der Broker, ich kann Ihnen immer nur die konkreten Daten für Admiral Markets nennen, aber auch die anderen Volks- und CFD-Broker werden sowas haben, noch ein Broker-Stop in Anführungszeichen, das ist der sogenannte Margin Call oder das Stop-Out, wie wir es eher nennen. Das ist bei unserem Kontomodell Admiral Markets, unserem Flagship-Konto, bei 30% Margin Level. Und dann gehen wir mal das allererste Mal in die Handelssoftware und schauen uns das an, wo das denn zu sehen ist. Wenn Sie im MetaTrader 4 sind, egal ob Demo oder Live-Konto, sehen Sie im Fenster Terminal, das ist ganz unten angeordnet, alle wichtigen Informationen rund um Ihr Trading-Konto. Hier in meinem Demo-Konto sehen Sie gerade aktuell 19.271,24 € Kontostand. Die Equity ist identisch, weil ich gerade keine offenen Positionen habe. Wenn ich offene Positionen hätte, wäre die Equity eine andere Kennzahl mit dem schwebenden Gewinn oder Verlust. Und die freie Margin, was ich gerade noch für neue offene Positionen haben könnte. Und ich mache einfach mal ein Trade, ohne groß nachzudenken, auf. Dann sehen Sie nämlich, dass eine weitere Kennzahl dazukommt und das ist mit eine der wichtigsten Kennzahlen, sogenannte Margin Level in Prozent. Aktuell sehen wir hier 7.413% in Realtime aktualisiert. Das ist gerade auf 7.414 hochgesprungen. Also ganz, ganz safe, in Anführungszeichen, ganz weit weg von irgendwelchen Risiken. Wenn der Margin Level, weil die Position, die offene Position ganz stark gegen Sie laufen, bei 100% angelangt wäre, dann würde die Linie sich einmal rot färben. Das ist eine Art Stop-Information, ein Obacht, hey, schau mal deine offene Position an, lieber Kunde. Vielleicht möchtest du die Position manuell schließen, vielleicht möchtest du eine Teilschließung machen oder etwas anderes mehr. Es könnte eng werden bei 100%. Ist aber nur eine Information, eine Warnung. Nicht mehr, nicht weniger. Erst bei 30% Stop-Level oder darunter würde der Broker Admiral Markets Sie automatisch mit offenen Positionen schließen, um Sie vor zu großen Verlusten zu schützen. Das kann natürlich immer nur bei geöffneten Märkten passieren. Das heißt, eben schon erwähnt, wenn Sie auch mal Positionen über Handelspausen, zum Beispiel übers Wochenende, halten, dann kann natürlich auch am Wochenende irgendwas am Markt passieren und der nächste verfügbare Kurs kann dann am Montagmorgen übers Wochenende ganz anders aussehen und da kann dann auch mal das Risiko etwas weiter erhöht sein. Also Stop Out, Margin Level bei 30% bei geöffneten Märkten. Nochmal der Hinweis, bei nicht geöffneten Märkten kann dann der nächste Stop Out Ausführung dann auch nur zum verfügbaren Kurs sein. Das kann dann bei geschlossenen Märkten auch ein wenig schlechter sein als erwartet. Also halten über Wochenende immer ein nochmals erhöhtes Risiko. Aber wie gesagt, bei 7.400% roundabout sind wir noch ganz, ganz weit weg von einem Risiko vom Stop-Out. Deswegen immer die Empfehlung, ich habe ja eine Position, einfach nur als Beispiel von 5 Kontrakten, wo ich eine Margin von 260 € roundabout, also genau 259,86 € aufwende. Und ich habe ja ein Kontoguthaben von 19.271 €, also habe ich ganz viel Pufferkapital und ein entsprechendes Pufferkapital, also Luft im Kapital, sollten Sie immer haben, um
ein bisschen mehr Flexibilität zu haben und dass sie nicht zu schnell rausfliegen. Viele Einsteiger, die vielleicht ein 200 oder 500 Euro Konto haben, neigen auch mal dazu, vielleicht dann gleich eine Position aufzumachen mit 200, 300 Euro beim 500 Euro Konto. Nicht die beste Wahl, weil sie dann einfach nicht genügend Pufferkapital übrig haben, sollte der Markt erst einmal gegen sie laufen. Stop-Loss. Ich weiß nicht, wie oft wir es in dieser Trader-Ausbildung schon gesagt haben, heute auch schon mindestens dreimal. Das ist aber wirklich das Allerwichtigste, was wir Ihnen bei der Trader-Ausbildung beibringen können. Denken Sie immer an Ihre persönliche Risikobegrenzung. Nochmals hiermit betont. Weitere Instrumente zur Risikobegrenzung gibt es natürlich auch, die für Sie passende Ordergröße. Viele Einsteiger in den Handel, wenn sie erstmal Blut geleckt haben, wie man so schon sagt, und viele, viele Gewinntrades haben, die Gewinntrades überwiegen vielleicht zum Start, haben natürlich dann auch die Energie, die Power, das Engagement, viel, viel mehr zu traden, als eigentlich für das Konto passend sein könnte. Diese Phasen werden wir alle mal erleben, wenn wir traden. Es gibt mal schönere Zeiten und mal schlechtere Zeiten. Schauen Sie und vergegenwärtigen Sie sich immer, dass es keine Glückssträhne, keine Serie im Trading gibt. Jeder Trade steht für sich. Das heißt, wenn Sie fünfmal getradet haben und fünfmal einen Gewinn gemacht haben, kann Trade 6 alles wieder zunichte machen und alle Gewinne von den ersten fünf Trades auffressen. Jeder Trade sollte eine Annahme unter einer Annahme begründet sein, sollte ein Stop-Loss sinnvoll platziert dabei haben und nur weil Sie fünfmal richtig waren, kann Trade 6 auch nach hinten losgehen. Traden Sie nur, wenn Sie wirklich einen triftigen Grund haben, den Trade einzugehen, also eine Chance sehen, ein Trading-Signal. Wenn Sie nichts sehen, aber einfach sagen, hey, die Serie läuft gerade, im Zweifel auch einmal nicht traden, es wird die bessere Wahl sein. Overtrading sollten Sie versuchen zu vermeiden und auch zu große Positionen. Jeder Trade steht für sich. Zum Hebel, da werden wir am Tag 20 noch viel, viel mehr machen. Da wird nämlich ein ganzer Tag nur zum Hebel und Margin werden, also in zwei Tagen. Sie haben die Wahl, ob Sie den 25er Hebel nehmen für Forex oder den 500er Hebel. Sie entscheiden. Das würden Sie im Kundenportal Trader Room bei Admiral Markets bestimmen. Sowohl fürs Demo-Konto oder auch fürs Live-Konto können Sie dort jederzeit den Hebel verändern und managen. Also, nur weil Sie bei der Kontoeröffnung gesagt haben, ich habe den Hebel 500, muss das nicht immer so sein. Sie können jederzeit gerne dann für neue Trades den Hebel verändern, zum Beispiel auf 100 oder 200. Wenn wir mal unsere gesamte Trader-Gemeinde betrachten, ist der meistgewählte Hebel für Forex 100 und für Index-CFDs 200. Das kann okay sein. Sie können aber auch sagen, ich mache einen kleineren Hebel oder einen größeren Hebel. Diese Entscheidung können wir nicht abnehmen. Der Hebel muss bloß passend sein. Und da können wir einfach mal schauen, ob der Handelsrechner auf der Webseite da nicht ein paar mehr Informationen liefern kann zur Inspiration, welcher Hebel denn für mich als Trader passend ist. Über den Handelsrechner, den Sie auf der Webseite finden, über den Menüpunkt Start Trading, da ist der Handelsrechner hinterlegt, können Sie einfach mal schauen. Verschiedene Trade-Szenarien, zum Beispiel, wie sieht es denn aus, wenn ich Euro, Dollar oder auch ein anderes Instrument meiner Wahl trade, ein Lot ist jetzt nur ein Beispiel mit dem 100er Hebel oder 500er Hebel oder 50er Hebel, was auch immer. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Hier ist mein Einstiegskurs und da ist mein Schließungskurs. Machen wir mal einen Verlust-Trade. Nur damit Sie sehen, was es damit auf sich hat. Also Euro-Dollar, ein Lot getradet mit dem Hebel 100. Bedeutet, ich muss für diese Position 1.000 Euro Margin auf dem Konto haben und würde hier, weil ich ein Verlust-Trade-Szenario gemacht habe, 244,92 Euro verloren haben. Und wenn ich das Ganze nochmal mache, dann kann ich sehen, wie toll der Hebeleffekt ist. Wenn ich das Ganze nicht mit dem 100er, sondern dem 500er Hebel gemacht hätte, hätte ich nicht 1000 Euro einsetzen müssen, sondern nur 200 Euro. Mache aber den gleichen Gewinn oder den gleichen Verlust. Also mit kleinerem Einsatz genau den gleichen Gewinn oder Verlust, das ist der Hebeleffekt. Und natürlich neige ich dann dazu, wenn ich mit kleinerem Einsatz mit der Positionsgröße ein Lot mehr bewegen kann, auch größere Positionen zu machen. Das ist das Stichwort Overtrading, was Sie nach Möglichkeit vermeiden sollten. Der Handelsrechner kann viel, viel mehr noch Ihnen zeigen, zum Beispiel, wenn Sie sagen, hey, mein Kursziel ist das und das, wie viel Gewinn oder Verlust mache ich denn damit? Alles hierüber, wie eben demonstriert, bequem
und elegant zu berechnen, wenn Sie denn möchten. Zu finden auf der Webseite von admiralmarkets.de. Wissen ist extrem wichtig. Wissen ist Macht, sagt man auch. Weiteres Stichwort. Das schwächste Glied kann beim Risikomanagement allerdings entscheidend sein. Und schöner als mit diesem Bild ist es hoffentlich nicht auszudrücken. Das schwächste Glied kann entscheidend sein. Es gibt nämlich so viele Faktoren, die wir noch längst nicht alle betrachtet haben. Wir können hier nur die wichtigsten benennen, die auch noch eine Rolle spielen. Man darf wirklich an alles denken oder muss, je nachdem, wie Sie es ausdrücken möchten, auch die externen Faktoren. Was passiert zum Beispiel, wenn Sie traden und den besten Supercomputer haben und die beste 100 oder 200 Megabit Internetleitung etc. etc. Aber beim Stromausfall, was passiert dann? Wir leben zwar in Deutschland, aber auch da kann es ein oder zweimal im Jahr passieren, je nachdem, wo Sie sind, dass man für 10 Minuten Stromausfall ist. Oder Internet fällt aus. Das habe ich privat in den letzten 5 Jahren mit meiner privaten Leitung schon 4 oder 5 Mal erlebt. So tolle Sachen, was man dann erfährt, wenn man bei dem Provider anruft, ja, Kupferkabel klau, da haben irgendwelche Diebe was gemacht und in 2, 3 Tagen haben wir es behoben. Höhere Gewalt, was auch immer. Haben Sie vielleicht auch schon mal von gehört? Sowas gibt es alles in Deutschland im Jahr 2016. Oder auch das passiert, wenn Sie zum Beispiel traden und einen Trade über 4, 5, 6 Stunden offen halten möchten. Was ist mit theoretischen Ablenkungen, die passieren können? Einige Kunden bei uns traden auch während der Arbeitszeit, was okay sein kann, wenn Sie einen humanen Arbeitgeber haben und sagen, hey, solange das im Rahmen bleibt, ist das okay, akzeptiere ich das. Aber die Arbeit ist natürlich Ihr Haupt-To-Do. Da kann es auch mal passieren, dass Sie mal plötzlich was machen müssen, nicht mal eine Stunde den Markt scannen können oder beobachten müssen und weiteres mehr. Oder was passiert, wenn irgendwo es an der Tür klingelt und Sie müssen dorthin und dann einfach mal 10 Minuten abgelenkt sind. Alles kann passieren, also auch die Ablenkungen in Ihr Trading mit einkalkulieren. Ich habe einfach nur dumme Beispiele genannt. Sie haben damit aber hoffentlich verstanden, was ich meine. Alles mit einkalkulieren. Und der Stop-Loss, nochmals wiederholt, wird Sie auch ein bisschen davor schützen, wenn Sie mal den Markt nicht beobachten können, dass Sie einen Katastrophenstopp haben oder einfach eine Begrenzung der Risiken, falls Sie mal einige Zeit den Markt nicht beobachten können. Wir sind alle Menschen, es kann ganz, ganz vieles passieren, einige prominente Beispiele genannt. Und Tipps, wie Sie das Risiko auch nochmal einschränken können, sind natürlich auch bei Stromausfall die mobilen Apps. Admiral Markets hat fürs Smartphone Android oder Apple, iPhone natürlich dann auch Apps, die natürlich dann auch zum Kurse checken mobil oder auch zum Positionsschließung möglicherweise in Frage kommen für Sie. Also Haupttool ist vielleicht der Computer, der Desktop-PC, aber für alle möglichen Eventualitäten gewappnet sein kann die App-Installation nicht ein Fehler sein, kann die richtige Wahl sein, dass Sie einfach auch darüber dann die Möglichkeit haben, wenn der Computer mal nicht möchte, mit den mobilen Apps was machen zu können. Oder wenn auch das nicht läuft, die Trading Desk Hotline, die internationale Hotline, wo Sie dann auch für Notfälle kostenfrei Trade schließen können, abzuspeichern oder zu notieren. Auch da nochmal, wo Sie die finden, wenn Sie die noch nicht abgespeichert haben, dann können Sie das nach dem Webinar direkt machen. Bei Kontaktieren Sie uns natürlich, da finden Sie dann alle Möglichkeiten, wie Sie Admiral Markets kontaktieren können. Sie können ein Kontaktformular für den deutschen Kundenservice ausfüllen oder hier Trading Desk Hotline anrufen. Bitte daran denken, bei der Kontoeröffnung, beim Live-Trading-Konto haben Sie ein Telefonpasswort mitbekommen. Das müssten Sie zur Legitimation dort nennen können, also auch das mit abspeichern oder notieren oder sich merken. Und dann können Sie für Notfälle auch dort das internationale Trading Desk kontaktieren, wenn Sie denn möchten. Hier finden Sie die Nummer. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben und ein Live-Konto haben, dann einfach mal jetzt nach dem Webinar gerne so machen. Ja, und wir sind noch lange nicht am Ende. Black Swan ist eine neue Vokabel, die wir in den letzten 10, 15 Jahren gelernt haben. Warum? Weil bis vor 100 Jahren die Leute, glaube ich, in Europa oder Amerika glaubten, schwarze Schwäne, die gibt es gar nicht. Bis dann plötzlich in Australien doch mal welche entdeckt wurden. Nichts, was es nicht gibt. Also, seitdem das ein bisschen prominenter durch ein großes, prominentes Buch thematisiert worden ist alles, was ein außerordentliches Ereignis ist, öfter auch mal als Black Swan Event bezeichnet. Nichts, was es nicht gibt, auch wenn es vielleicht undenkbar war oder extrem selten vorkommt.
Was gab es da noch andere für prominente Beispiele? Der 15. Januar 2015, als die Schweizer Notenbank einfach mal gesagt hat, yay, wir haben zwar die ganze Zeit gesagt, wir koppeln unsere Währung an den Euro an, und dann urplötzlich, ohne vorher Voraussagen, ohne Ankündigung, hat die Schweizer Notenbank ihre Meinung geändert und es gab extreme Verwerfungen in allen Währungen, die den Schweizer Franken involviert hatten. Die Liquidität war so gut wie ausgetrocknet für einige Zeit, weil alle Marktteilnehmer nur auf der einen Seite waren. Und Sie wissen, wenn Sie die Trader-Ausbildung mitgemacht haben, zur Kursstellung gehören immer zwei Seiten, Bid und Ask, Angebot und Nachfrage, Geld und Briefkurs. Wenn es nur eine Seite gibt, kommt kein Trade, kein Kurs zustande, weil Angebot und Nachfrage sich treffen müssen. Und das war so ein extremes Ereignis, wo alle Marktteilnehmer quasi nur auf der einen Seite waren und deswegen keine Liquidität da war. Und ohne Liquidität können auch Stops nicht ausgeführt werden. Ein Stop-Loss wird immer nur zum nächst verfügbaren Kurs ausgeführt. Das heißt, da hat es einige Trader extrem hart erwischt. Es gab sogar einige Broker, die pleite gegangen sind. Wenn Sie das interessiert, über Google, Black Swan Event, Schweizer Franken, Notenschock, was auch immer, dafür Stichwörter Sie eingeben in Ihre Suchmaschine, werden Sie einiges zu finden, wenn Sie das sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen möchten. Solche Extremereignisse sind extrem selten, aber heftig. Deswegen, eben schon zweimal erwähnt, ein gewisses Risiko gehört immer zum Trading. Ohne ein gewisses Risiko können Sie nicht traden, dann können Sie nicht ein Trade eingehen, egal was Sie traden, egal ab Aktien oder Hebelprodukte wie Forex und CFDs. Deswegen, so hart muss ich sagen, traden Sie nur mit Geldern, welche Sie im schlimmsten Fall komplett verlieren könnten. Was bedeutet das? Sie haben natürlich ein monatliches Budget oder ein Ersparnis, was auch immer. Wenn Sie aber vielleicht Unterhalt zahlen müssen, weil Sie Kinder haben, weil Sie vielleicht die Miete zahlen müssen, also alles, was so für Ihren normalen Lebensunterhalt dazu zählt, diese Gelder sollen Sie natürlich einplanen und nicht fürs Trading mit benutzen. Nur die Gelder, die Sie übrig haben, sollten oder dürften Sie bitte zum Traden auch investieren. Ja, Service und Sicherheit on top. Natürlich auch nochmal einige Vorteile, die es nur bei Admin Markets so gibt. Auch die Brokerseite ist wichtig. Schauen Sie, wenn Sie sich nicht für Admin Markets entscheiden, ob Sie einen Broker erwischen, in Anführungszeichen, der eine angemessene, strengere Gebühr hat. Admin Markets UK, der Name sagt es schon, UK steht für United Kingdom, gilt weltweit eigentlich als die strengste und höchste Regulierung, wenn es für Forex und CFDs geht. Das ist hoffentlich schon mal ein wichtiger Punkt bei Admin Markets UK. Damit einhergeht die Einlagensicherung, dass Sie natürlich auch darüber eine Absicherung haben für Ihre Gelder. Negative Balance Protection Policy, die gibt es so nur bei Admin Markets. Wenn Sie dazu mehr erfahren möchten, einfach mal den letzten Tag anschauen, da haben wir, glaube ich, 5 Minuten darüber gesprochen. Policy, auf Deutsch Versicherung oder Regelwerk. Es ist unser Schutz vor negativem Kontosaldo. Stichwort Schweizer Frankenschock. Seitdem wir diese Policy haben, gab es nicht einen Fall, wo wir nicht betroffene Kunden ausgeglichen hätten. Ich betone nicht einen. Dennoch fürs ganze Bild, Versicherung, Regelwerk bedeutet, dass natürlich auch Bedingungen existieren. Wir behalten uns vor, extreme Ereignisse zu prüfen und im Einzelfall vielleicht nicht zu kompensieren. Wie jede Versicherung auch. Wenn Sie eine Haftpflichtversicherung haben, auch eine Haftpflichtversicherung wird nicht leisten, wenn Sie zum Beispiel grob fahrlässig irgendwas angestellt haben, zum Beispiel betrunken Autofahren sind. Blödere Beispiele fallen mir nicht ein. Wir haben auch Bedingungen, aber zur Einordnung, seitdem wir diese Policy haben, seit mehreren Jahren, gab es nicht einen Fall, wo wir nicht kompensiert hätten. Also auch zum Schweizer Frankenschock hatten wir einige Kunden, die wir vollständig aus unseren Mitteln kompensiert haben. Auch beim Brexit hatten wir einige Kunden, also zur Einordnung. Andere Broker haben die nicht. Da ist der Kunde immer gehalten, selbst nachzuschießen. Bei uns musste das bisher nicht ein Kunde machen. Also ein Vorteil für Admiral Markets. Und natürlich SMS-Benachrichtigungen bei drohenden Margin Call. Wenn Sie mal unterwegs sind, den Markt doch nicht die ganze Zeit beobachten können, ist es toll. Information ist wichtig. Wenn Sie es möchten, über den Traderraum zu abonnieren, kostenfrei, eine SMS-Benachrichtigung in Ihr Mobiltelefon beim drohenden Margin Call oder auch eine Information bei Ein- und Auszahlungen. Darüber bekommen Sie dann bei uns kostenlos eine SMS. Gibt es eine Wissensvermittlung? Viele, viele Broker existieren. Die Risikoaufklärung, die vollen Informationen, ich denke mal, da
Sucht Admiral Markets seinesgleichen, vergleichen Sie uns gerne. So viel Information, so viele Webinare wie bei uns habe ich noch bei keinem anderen Broker entdecken können. Und natürlich, was hilft es Ihnen, wenn Sie einen Broker haben, der auf Zypern sitzt oder in London alleine oder sonstiges? Ein Ansprechpartner vor Ort, wie bei uns in Berlin, ist wahrscheinlich auch beruhigender, als wenn ich irgendwo gucken muss, wo ist denn der Broker, ist eine Hotline da, sprechen die nur Englisch oder anderes mehr. Ja, und was hilft das beste Wissen, wenn ich es nicht konstant und kontinuierlich anwende bei meinem Risikomanagement? Die kontinuierliche und dauerhafte Anwendung entscheidet dabei. Warum? Auch das eben schon mal gestreift. Wir sind alles Menschen. Wir haben alle eine innere Verfasstheit, Psychologie. Vielleicht haben Sie schon mal erlebt, wenn Sie einige Trades aufgegeben haben. Stop-Loss. Ich habe mich abgesichert. Ich habe vielleicht alles richtig gemacht und das ist mir 5-mal passiert, dass mein Stop-Loss ausgeführt wurde. Ich bin aus dem Markt raus und dann, ein paar Minuten später, dreht der Markt. Und wenn ich nicht rausgeflogen wäre, wäre ich schöner mit dem Trade dabei, hätte vielleicht sogar Gewinn gemacht. Und wenn mir das zu oft passiert, bin ich vielleicht als Mensch dabei, es kitzelt mich in den Fingern, dann doch kein Stop-Loss mehr zu setzen, weil ich zu oft ausgestoppt wurde und dann ist der Markt dann doch noch später in meine Richtung gelaufen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Weiteres Sprichwort in Deutschland. Ja, das kann passieren. Das wird vielleicht sogar passieren, wenn Sie mehr aktiver traden. Trotz alledem wissen Sie nie, ob das bei dem nächsten Trade so ist. Es kann auch passieren, dass Sie dann den Monsterverlust haben. Also das kontinuierliche Anwenden. Und da haben wir auf der Webseite ein sehr schönes Schaubild, was ich jetzt mit Ihnen zusammen mir anschauen möchte, was das alles nochmal verdeutlicht. Schöner als dieses Schaubild kann man es nicht sagen. Es gehört zum Risikomanagement zuerst dazu, die Risiken zu identifizieren, zu erkennen. Dann wählen Sie eine passende Methode aus, die für Sie geeignet ist, die Risiken zu begrenzen. Sie kontrollieren laufend, ob die ganzen Maßnahmen noch passend sind. Und dann, extrem wichtig, weil der menschliche Faktor niemals zu vernachlässigen ist, konstant anwenden. Glauben Sie mir. Alle Trader, die längere Zeit dabei sind, werden das erlebt haben. Stop ist ausgelöst, dann dreht der Markt und hätte ich doch nicht und wäre es doch so schön gewesen und so weiter und so fort. Die Emotionen da unter Kontrolle zu halten und auch weiterhin Stop-Loss sinnvoll zu setzen, ist extrem wichtig, weil ansonsten wird es Ihnen passieren. Ja, vielleicht ein weiterer Trade nicht ausgestoppt, aber irgendwann wird der Monsterverlust kommen, wo dann die ganzen Gewinne aufgefressen werden aufgrund dieses Monsterverlustes. Konstante Anwendung gehört zum Risikomanagement essentiell dazu. Vielleicht zum Start der Trader-Karriere dieses Bild einmal ausdrucken und neben den Computer legen, vielleicht als Tipp nicht ganz so verkehrt. Ja, das war's für heute, Tag 18. Wir bauen aufeinander auf von 0 auf 100. 18 Tage haben wir schon. Tag 19 folgt morgen. Ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind. Reden ist nämlich Gold. Und wenn Sie nicht mehr am Anfang Ihrer Trader-Karriere stehen, schauen Sie auch mal die anderen Webinare an. Da gibt es viele, viele Markteinschätzungen, Trading-Ideen und mehr. Über den eingeblendeten Link können Sie sich zu allen Webinaren anmelden, wenn Sie denn möchten. Alle kostenfrei, alle in deutscher Sprache und fast alle wenig später als Videoaufzeichnung in unserem YouTube-Kanal. Schauen Sie sich den richtigen Broker aus. Wenn es nicht Admiral Markets sein sollte, kann ich damit leben und leben lassen. Aber ich hoffe, dass Sie den richtigen Broker auswählen. Jeder Broker ist anders. Es wird sogar, man möge es kaum glauben, einige Broker geben, die ein oder zwei Vorteile haben, die es bei Admiral Markets nicht gibt. Wo wir momentan, Stand September 2016, noch nicht so toll sind, ganz offen gesprochen, sind Aktien-CFDs für Deutschland. Einige Broker haben das. Wenn Sie also auch Aktien-CFDs aus deutschen Ländern handeln möchten, momentan noch kein Angebot von uns. Dafür aber die Highlights, der DAX-Index, der Dow Jones-Index, die CFD-Minis, die Negative Balance Protection Policy, die gibt es alles so bei keinem anderen. Also suchen Sie sich den richtigen Broker, der für Sie passend ist, aus. Wir stehen auf jeden Fall parat. Und wenn Sie da weitere Anregungen brauchen, auf admiralmarkets.de finden Sie natürlich alle weiteren Details. Oder Sie dürfen 1:1 mit uns sprechen, per Telefon, Kundenservice in Berlin, in der Regel Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr unter der eingeblendeten Nummer erreichbar oder per E-Mail, YouTube und Facebook. Und jetzt freue ich mich, dass ich die Fragen zum Thema von heute, Tag 18, beantworten darf und vorlesen darf. Alles, was nicht zum Thema passt, wie eben schon erwähnt, da würde ich Sie bitten, sich auch um 19 Uhr nochmal einzuloggen. Da zeige ich Ihnen auch nochmal, wo das geht. Auf der Webseite natürlich, bei den ganzen
Webinaren jeden Montagabend ohne Thema, ohne Vorgabe. Können Sie sich zu den Webinaren anmelden, die Sie möchten. Und jeden Montag um 19 Uhr die offene Trader-Sprechstunde, da melden Sie sich einfach an, wenn Sie möchten. Das Trading Desk für telefonische Notfallschließungen, ist das in deutscher Sprache oder in englischer Sprache verfügbar? Es ist international. Dort sprechen die Kollegen kein Deutsch, Englisch. Das heißt, die wenigen Brocken Englisch sollten Sie da vielleicht auch üben oder sprechen können. Sie sollten Ihre Account Number, die Kontonummer nennen können, den Trade, den Sie schließen möchten und natürlich das Trading Passwort. Mehr müssen Sie eigentlich gar nicht sagen können. Vielleicht noch Hello, my name is. Hallo, mein Name ist. I wanna close my position. Ich möchte meine Position schließen und das war es. Also ein bisschen weniger Brocken Englisch sollten Sie für telefonische Orderschließung dort über das Trading Desk können. Falls nicht, die Alternativen eben auch genannt, mobilen Apps, Laptop, wo Sie vielleicht, wenn der Desktop-PC nicht mehr möchte, über einen Surfstick oder über einen Laptop traden können oder vieles weitere mehr. Vielen Dank für diese Frage hiermit beantwortet. Ein, zwei weitere Fragen, die nicht zum Thema passen, dann freue ich mich, wenn wir um 19 Uhr uns wieder hören, in knapp 25 Minuten oder morgen Tag 19 in der Trader-Ausbildung. Herzlichen Dank für heute. Ich hoffe, es war nochmal lehrreich und hilfreich. Vieles doppelt und dreifach wiederholt, wie Stop-Loss, aber das gehört dazu, damit es wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Jens Scharnowski, Admiral Markets, vielleicht bis gleich um 19 Uhr. Grüße aus Berlin. Tschüss, bye bye.